Okay, let's go. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Der kommt erst später, okay. Dann halt nicht. Kein Dungeon für mich. Wir kommen ja gleich hinein. Hab ich gehört. Also von daher, das ist cool. Ey, ich mag mein neues Outfit. Das ist echt stylisch so. Das ist schon... Ich sehe einfach aus wie so ein Final Fantasy 1 Ritter. Das ist... Kann schon ein bisschen was. So. Los geht's. Ist es vorbei? Konntet ihr den falschen Inquisitor zur Strecke bringen? Damit ist die letzte Hürde genommen und unser Weg zur Enterprise ist endlich frei. Allerdings dürfen wir uns nicht zu früh freuen. Wir sind noch nicht am Ziel unserer Reise. Los geht's. Es ist höchste Zeit, dass wir die steinerne Wacht betreten. Geh und melde dich bei Drimor, Sid und ich komme gleich nach. Wir schulden dir Dank. Du hast uns geholfen, einen Verräter in unserer Mitte zu entdecken, bevor noch mehr geschah. Es war voreilig von mir, eure Vorwürfe gegen Gemo einfach als haltlos abzutun. Aber dass die Leute vom Bund der Morgenröte noch am Leben sein könnten, und Sid Garland auch, das hätte ich nicht zu hoffen gewagt. Ich war noch nie so froh, mich geirrt zu haben. Es freut mich sehr, dass ihr doch noch zu diesem Schluss gekommen seid. Dann habt ihr keine Einwände, dass wir die steinerne Wacht betreten, um unser Luftschiff wiederzubekommen. Aber natürlich, keine Einwände. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Aber ich fürchte, es wird nicht so leicht sein, den Wachturm zu erkunden. Wegen den Drachen, die ihn besetzt halten. Ich habe noch einmal die Aufzeichnung prüfen lassen. Kurz vor der Katastrophe hatten unsere Leute euer Schiff in der Nähe der steinernen Wacht gefunden, allerdings ohne Insassen. Es befand sich auch noch in der Obhut des Außenpostens, als er vor einigen Jahren von den Drachen angegriffen und eingenommen wurde. Ob das Schiff dabei zerstört wurde, kann ich nicht sagen. Dass es so weit kommen musste, eine Schutzfeste gegen die Drachen mit zum Drachennest. Unter Aufbietung aller Kräfte konnten wir sie zumindest ins Innere der Feste zurückdrängen, aber wir kommen keinen Schritt voran. Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergehen soll. Auch wenn es nicht so weitergeht, ist es immer noch eine Frage, ob der Kampf zu euren Gunsten ausgehen würde. Verzeiht mir, aber wir können keinen Augenblick länger warten. Wir holen die Enterprise selbst aus der steinernen Wacht. Nun gut, ich hoffe, dass ihr euch nicht überschätzt. Ich werde Nate wissen lassen, dass ihr kommt. Möge Alon euch beschützen. Also ich hab's lieber, dass dieses Spiel einen monatlichen Preis hat und dafür aber voll gut ist, als dass es Free-to-Play ist und mir einfach in jeder Ecke ständig irgendeine Microtransaction abluchsen möchte und ich dann letzten Endes mehr für dieses Spiel bezahlen würde, als ich pro Monat in einem Preis bezahlen würde. So, das fände ich viel schlimmer. Daher, bei aller Liebe, macht weiter so. Ich glaube, du kannst... Es sind einmal 11 Euro und einmal
13 Euro oder sowas, die du bezahlen musst. Bei 13 Euro kannst du irgendwie mehrere Charaktere haben. Was ich halt jetzt mega unnötig finde. Ich habe nur meinen einen, bin damit happy. Baron Dremont hat mich gerade benachrichtigt, ihr könnt die Steinwache sofort betreten. Sick, let's go. Nein. Ich will das mit NPCs machen. Halt, alle haben gesagt, mach's mit NPCs, also machen wir das mit NPCs. Ja, du kannst auch für 3 Monate, ich glaube sogar für 6 oder sogar für 12 Monate direkt dingsen, das holen. Und dann sparst du halt natürlich entsprechend. Ich habe mir jetzt nur für 1 Monat geholt, weil ich Square gefragt habe, ob die mir die restlichen Monate geben möchten. Mal gucken. Immer dieser eine Charakter, der natürlich den Inhalt noch nicht beendet hat, ne? Halt übelst der Joker, Mann. Hier ist nicht so viel. Oh Gott. Hä? You fucking random einfach. Ey, ich sehe gut aus, ne? Ich wünschte, es wäre schwarz, aber ansonsten übelst hübsches Outfit, so. Finde ich voll okay. Ach so, vielleicht soll ich auch mal gar machen, bis meine HP wieder regenerieren. Piu. Ja, da war nichts, okay. Was mich nervt, ist, dass ich immer so mich an die Gegner ranschleichen muss, damit der Tank anfängt, seine Tank-Sachen zu machen. Hier gibt es erstaunlich wenig Truhen in den Räumen. Oder generell irgendwas, was man da finden kann.
Mann! Voll uncool so. Sick. So cool. Junge. Das hat sich nicht gelohnt, glaube ich. Kommt davon, wenn man sich einfach bewegt, wenn man es nicht sollte. Mega cool, mega cool. Mensch, ist jeder zweite Cast ein Sofortcast. Das ist ja aufregend. Schatztruhe. Hau raus, Junge. Immerhin in Stahlbarren. Das ist halt... Ist doch auch was. By the way, ich habe meinen Fernseher hier hinten gerade einfach Shining Force 3, Quest 64 und Final Fantasy Tactics laufen, weil ich mir dachte, ich mache mal was Spielrelevantes an. Zumindest so spielrelevant, wie es sein kann. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, auf dem Nintendo 64 ein JRPG zu finden, welches auch mal ansatzweise irgendwie passen würde. Richtig, richtig weird, aber was soll's.
habe auch überlegt, ob ich der ganzen Sache da hinten ein Upgrade verpasse und mal die Konsolen der nächsten Generation da reinstelle. Also Xbox, GameCube und PS2. Die Xbox ist zu riesig. Die passt nicht in ein Kallax-Regal rein. Und ich glaube, wenn sie reinpasst, ist das halt so fucking knapp. Die musst du halt echt reindrücken, weil sie so punktgenau am Passen ist. Das ist halt schon ein bisschen funny eigentlich. Naja, cool wär's. Vielleicht irgendwann mal. Oh shit. Drache. Holy Magic Century ist leider auch so ein unglaublich langweiliges Spiel. Also ich erinnere mich daran, dass ich das als Kind so halb gerne gespielt habe. Ich habe nie gecheckt, was ich machen muss. Ich habe nie gecheckt, wo ich hin muss. Und dann war das Spiel irgendwann plötzlich so krass schwierig, dass ich auch einfach nicht weiterkam. Dann habe ich aufgegeben. Ja, in den dunklen Wald kam ich auch noch. Da war dann dieser eine Wolf-Boss, glaube ich. Und der war so schwierig. Also ich glaube, ich habe den besiegt, aber danach habe ich halt nicht gewusst, was ich machen soll. Das war halt richtig... Das war richtig komisch. So, es ist so ein strange Spiel. Bis heute weiß ich nicht, wie es weitergeht. Hey, Turtle. Geht ganz gut. Ich habe heute tatsächlich mal früher angefangen. Das finde ich voll super. Pass auf, morgen kriegen wir es hin. Morgen noch früher. Morgen fahren wir 18 Uhr an. Ich kriege es noch hin. Und dann 16 Uhr. Und dann 14 Uhr. Und dann streamen wir einfach jedes Mal bis Mitternacht. 10 Stunden am Stück. Let's fucking go. Wie viel Bock ich darauf hätte. Ich glaube, Wasser war Heilung und Erde war halt einfach übertrieben stark, ne? Weil ich habe damals Wind gemacht, weil du so eine Mars-Zauber machen konntest, wo dein Windzauber irgendwie 1000 Dudes angegriffen hat. Und ich dachte, das ist ganz cool, aber ich glaube, das war nicht cool. Ich glaube echt, Wasser und Erde war übertrieben stark. Und das wusste ich halt nicht. Und ich habe letztens einen Speedrun dazu gesehen, das heißt letztens vor einem Jahr oder so, wo ein Dude einfach gemeint hat, dass du von diesen wacken Erdgeistern irgendwie gleich so 20 auf einmal casten kannst, wenn du geübt bist. Und das ist natürlich auch praktisch zu wissen, so. Vielleicht muss ich es echt mal durchspielen, aber dann auch nur mit den Speedrun-Tricks, dass du halt am Anfang direkt so krass overpowered bist. Clockwork, danke für deinen Sub. Übelst cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, shit. Anni, alles cool. Let's go. Oh, das ist witzig. Wir machen plötzlich richtig coole Attacken hier.
Ey, ich bin mega gespannt auf Final Fantasy 16. Halt auch wenn Final Fantasy 15 so ein richtig mieses Spiel eigentlich ist, so kann ich nicht anders, als es trotzdem irgendwo wertzuschätzen und lieb zu haben. Einfach gerne zu spielen ab und an mal. Ich freue mich auf meinen 5. Playthrough davon. Entsprechend bin ich sehr gespannt, was Final Fantasy 16 bringen wird. Ey, und dieses Mal spiele ich mit japanischer Stimme durch. Oh Gott, warte. Okay, so, hier stehe ich gut. Ja, aber Final Fantasy 16 ist ja so gut wie fertig. Das ist ja das Coole, zumindest wurde das irgendwie gesagt. Daher, Junge, I'm ready, so. Fantastisch. Let's go. Ey, ich hoffe so sehr, dass das Spiel einfach so richtig gut ist, Mann. Ich brauche mal wieder ein richtig gutes Final Fantasy in meinem Leben, was ich durchspiele und wo ich mir sage, holy shit, das war so krass. Holy shit, war das krass. Das letzte Mal ist mir das passiert, als Final Fantasy X rauskam. Seitdem habe ich halt Final Fantasy gespielt und dachte mir halt immer wieder so, genau. Also auf der PlayStation war das ein bisschen besser. Daher, ich habe jetzt auch sehr hohe Erwartungen, was die Add-ons von dem Spiel angeht. Weil auch mal alle sagen, boah, beste Final Fantasy Story. Und wenn der Shit hier nicht besser ist als fucking Final Fantasy X, das ist jetzt eigentlich echt schwierig, so. Junge! Da bin ich mad einfach. Welche FF-Games haben mich richtig enttäuscht? Ich fand 5 leider nicht so cool. Weil 5 ist halt so ein Comedy-Game eigentlich. Also das habe ich damals nicht gecheckt, dass das tatsächlich eher so ein Witzspiel eigentlich sein soll. Entsprechend war so das, was ich gespielt habe, so voll so, hä, warum ist das so dumm? Warum ist das so, wie es ist, Mann? Das fand ich echt strange. Und ich fand 8 damals auch echt doof. Also nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern weil es einfach, weiß ich nicht, irgendwas war komisch daran, was ich nicht mochte. Mittlerweile kann ich es wertschätzen, aber damals fand ich Final Fantasy 8 richtig strange. Und Final Fantasy 12, 13 und 15 sind halt einfach so. Sie sind halt Opfer ihrer Entwicklung. Das ist so das Beste, was ich darüber sagen kann, glaube ich.
Ich freue mich auf den Crystal Tower. Ich habe Final Fantasy 3 nicht durchgespielt, aber ich weiß, dass der existiert. Ich habe World of Final Fantasy gespielt und da einfach 20 Stunden drin verbracht. Ich weiß, dass der Crystal Tower das Meme ist, dass man da mega lange drin sitzt. I played Final Fantasy. I get my references. Insgeheim spiele ich es eigentlich nur durch, weil ich den Near Raid endlich machen möchte. Ich brauche meine Near Lore. Ohne meine Near Lore bin ich der traurigste Mensch der Welt. Das Einzige, worüber ich noch trauriger bin, ist... Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau, das Einzige, worüber ich noch trauriger bin, ist, dass fucking Camps keine Nier-Videos zu allem gemacht hat, was rauskam. Der Typ hat so einen geilen Job gemacht mit den Drakengard und Nier und Nier Automata-Videos. Und, dann kam halt Nier Replicant raus und es kam halt der Nier Raid in Final Fantasy XIV raus und es war noch irgendwas, was rauskam und nichts von dem und das macht mich extrem traurig. Let's go. Whee! Sieht mal, da drüben! Das ist die Enterprise. Das Ding ist voll klein. Du meinst hinter dem Drachen. Wir sind nicht wegen des Drachens gekommen, sondern wegen der Enterprise. Wir brauchen ein Schiff, wenn wir Garuda besiegen wollen. Wir beide werden uns an Bord der Enterprise schleichen und sie startklar machen. Mu, du bleibst hier und behältst die Bestie im Auge. Wenn sie aufwacht, musst du sie ablenken, solange Sid und ich beschäftigt sind. Irgendwelche Einwände? Nein? Hervorragend. Dann mal los, Sid. Zu Befehl. Oh, shit. Ihr habt vor, Garuda als nächstes zu eliminieren? Interessant. Oh, ist das interessant. Euch ist klar, dass ihre Stärke die bisherigen Primae, die ihr bezwungen habt, bei weitem übersteigt. Die fanatische Hingabe ihrer Exile ist enorm kräftigend. Trotz eurer überraschenden Erfolge habe ich doch Zweifel, ob ihr dieser Bestie gewachsen seid. Aber natürlich bürgst du das Licht des Kristalls. Und du hast den Herren des Infernos und den Herren der Felsen gezwungen. Wenn es einen Sterblichen gibt, der die Herren der Winde besiegen kann, dann bist das höchstwahrscheinlich du. Ihr versteht das schon. Solange du nicht hier und jetzt dein Leben lässt. Alfino, der Drache. Oder heißt er Alfinaut? Wir müssen das Schiff flott kriegen. Das ist der einzige Weg, um Mut zu retten.
Alfie, no! Wollen wir doch mal sehen, wie viel dir deine gotteslästernden Gaben diesmal helfen. Wollen wir doch mal sehen, wie viel dir deine gotteslästerlichen Gaben diesmal helfen, Träger des Kristalls. Was sind das für fucking Worte, Mann? Okay, sick, los geht's. Das Ding ist, Drakengard 1 und 2 sind halt relativ shit. Also da ist halt echt einfach nur die Story cool und alles andere ist fragwürdig. Drakengard 2 ist eh irrelevant. Also das ist komplett aus der Story rausgeschrieben. Das ist komplett ignorieren, theoretisch. Drakengard 3 ist relativ cool. Aber auch relativ bad immer noch, was das Gameplay angeht, weil es halt einfach super eintönig ist. Ab Nier wird's halt wirklich cool. Und besonders auch Nier Replicant, das Remake, ist halt wirklich gut geworden. Also das ist halt ein richtig, richtig gutes Spiel. Und halt Nier Automata ist sowieso für das, was es ist, insane krass. Also das, damn, so, das ist halt wirklich, wirklich gut geworden. Also am besten schaut man sich zu Drakengard 1 und 3 eine Story-Zusammenfassung an. Spielen ist halt so bla, bald sind auch eh die DLCs nicht mehr zu kaufen und ist sowieso die ganze Experience dahin. Und dann bei Nier halt einfach Replicant und Automata spielen und dann ist alles gut. Oh, Junge, den hättest du auch noch loslassen können hier. Ich weiß halt nicht, ob ein Drakengard 3 Remake so viel bringen würde. Das Spiel ist halt einfach von keine Ahnung, von Grund auf so ein bisschen grindy, eintönig gemacht. Da kannst du nicht wirklich viel machen. Ich bin auch super enttäuscht, dass sie zu mir irgendwie nichts zum einjährigen Jubiläum, glaube ich, gemacht haben. Ich habe ein bisschen gehofft, dass sie einfach sagen, hey, es ist jetzt ein Jahr rum und es wird sich so und so oft verkauft, jetzt releasen wir Papa Nier als DLC oder sowas. Are you serious? Das war unser Heiler, oder? Ihr habt den Heiler getötet? Warum? Was? Junge! Oh mein Gott! Kann ich irgendwas machen? Holy shit, Junge! Echte Player Experience! Toll! Mal schauen, wie das hinkriegen. Was ist eine LB? Habe ich sowas hier? Augentropfen, Trank der Intelligenz. Ach, Limitrausch. Ah ja, das sollte ich schon mal machen. Warte, machen wir sofort. Oh shit.
Mach das. Ah, so, okay. Oder? Hä, wie funktioniert das? Der Castle? Echt? Das ist voll kompliziert. Ich muss stehen bleiben. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. So. Ah, okay. Ich habe nicht gecheckt, dass der... Okay. Oh, damn. Yo, voll cool. Okay, okay, okay. Wieder was gelernt. Erstmal den Red Mage mobben, weil er einfach fucking gestorben ist, Alter. Ich kann sie nicht anvisieren, schade. Mu, bist du verletzt? Den 12 sei Dank. Ich hatte bereits das Schlimmste befürchtet. Nun wird mir klar, warum der Bund so hohe Stücke auf dich hält. Einen Drachen inmitten dieser ätherischen Störung zu erschlagen und unversehrt aus der Auseinandersetzung hervorzugehen. Ach ja, die Enterprise. Sid ist noch bei der Inspektion des Luftschiffs. Lass uns sehen, was er dazu zu sagen hat. Was meinst du, Sid? Kann sie fliegen? Ja, aber nicht besonders gut. Immerhin können wir von hier weg. Aber wenn das Schiff zu schwach ist, um zum tosenden Auge vorzudringen... Nun denn, lass uns zunächst nach Cridania aufbrechen. Die Zeit drängt, aber wir können uns nicht einfach blindlings in den Sturm wagen und auf Sieg hoffen. Wir müssen erstmal die Enterprise reparieren. Dann stellen wir uns Garuda. Das kommt mir alles so vertraut vor. Ich erinnere mich an nichts, wo ich dieses Schiff doch kenne. Mich doch nur... Ach, es hilft alles nichts. Der Flug könnte ein bisschen unsanft werden. Haltet euch irgendwo fest.
Mega cute. Wie ich mich schon nach dem Wald der Einkehr gesehnt habe, das Klima Kerthas ist nichts für mich, auch wenn diese Reise mit euch höchst abwechslungsreich war. Aber wir haben die Enterprise erfolgreich zurückgeholt und nur das zählt. Aber es gibt noch viel mehr zu tun. Wir müssen das Luftschiff reparieren, sodass der enormen Belastung der Rudastosen im Auge standhalten kann. Nice! So, was brauchen wir dafür? More Fetch Quests! Ja, ich hab's dir schon gedacht. Es verschafft mir eine innere Ruhe, sie zu betrachten. Es fühlt sich an, als hätte ich etwas gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir fehlte. Natürlich tut es das. Immerhin hast du die Enterprise gebaut. Der Rat der Saatseher hat unsere Bitte stattgegeben, die Enterprise bei ihnen unterzubringen. Hier können wir sie in Ruhe reparieren. Natürlich können wir es uns nicht leisten, lange daran herumzuwerkeln, während Garuda auch immer eher sehr bedroht. Sid, als du die Enterprise gesteuert hast, hast du sicherlich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Zweifelsohne ist dies das Schiff, nach dem wir gesucht haben, aber es scheint nicht besser als ein gewöhnliches Luftschiff zu sein. Du hast recht. Sie fühlte sich nicht wie die alte Enterprise an. Garudas Altar, das tosende Auge, ist von einer Wand aus stürmenden Winden geschützt. Mit der Enterprise in diesem Zustand können wir den Verteidigungsring nicht durchbrechen. Ich denke, mit den passenden Teilen könnte ich sie schon reparieren. Aber wenn der Sturm so wild ist, wie du beschreibst, dann nützt uns das natürlich auch nichts. Eine Barriere von wütenden Winden, unaufhörlich und unerbitterlich. Wie können wir so etwas Starkes, so etwas Elementares überkommen? Elementar? Aber natürlich, das ist es! Einfach durch die Wand durchzubrechen würden wir nicht schaffen, aber wir können uns die Kraft eines denaturierten Kristalls zunutze machen. Du meinst, wir können damit die elementaren Eigenschaften dieser Barriere ändern? Das klingt einfach genial. Wir reden hier von Manifestationen von überladenem Äther, die überall in Erzea auftreten. Seit die Katastrophe die ätherischen Energien dieses Landes aus dem Gleichgewicht gebracht hat, sind diese orangefarbenen Kristalle vielerorts aufgetaucht. Was tragisch ist, da sie dafür bekannt sind, ätherische Energien zu verzehren, einschließlich die von lebenden Kreaturen. Aber wir könnten einen dieser denaturierten Kristalle nutzen, um den Windäther, aus dem Garudas Barriere besteht, in ein anderes Element zu verwandeln. Eines, das sie nicht kontrollieren kann. Die Elementarlehre zufolge lässt sich Wind in Feuer verwandeln, und über Feuer hat Garuda keine Macht. Sobald ich die Modifikation vorgenommen habe, sollte die Enterprise uns problemlos zur Windbraut bringen können. Zur Windsbraut bringen können. Egal, wie wild die Stürme auch wüten. Aber das nützt uns alles nichts, wenn wir nicht die nötigen Kristalle beschaffen können, den nötigen Kristall beschaffen können. Hast du eine Idee, wo wir einen finden könnten? Nein. Aber ich kenne jemanden, der uns weiterhelfen kann. Ein Gelernter namens Lambertain, im Camp Knochenbleich. Während eines seiner Kirchgänge bemerkte er, dass ich ein ungewöhnlich gutes Verständnis für wissenschaftliche Konzepte habe. Er hat mir viel über seine Studien des Äthers erzählt und auch über das Wesen von denaturierten Kristallen. Mu, geh nach Tanalan und such diesen Gelehrten auf. Sid und ich werden uns in der Zwischenzeit um den Umbau der Enterprise kümmern. Cool. Ja, dann los geht's, würde ich sagen. Auf nach Tanalan. Auf nach da.
glaube ich, Breath of the Wild 2 kann den Vorgänger noch toppen. Das ist was ich mir vom Spiel erhoffe. Also, sie arbeiten halt mittlerweile länger daran, als sie am Vorgänger gearbeitet haben. Daher hoffe ich, dass sie es schaffen, den Vorgänger zu toppen. Ich meine, sie müssen ja erstmal hinkriegen, dass sie ein paar Dungeons reinkriegen und das Spiel vielleicht so ein bisschen mehr wie Zelda wird. Also Breath of the Wild 2, 1 ist schon ein echt gutes Spiel. Ich mag es echt gerne. Eins der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Nichtsdestotrotz, ein paar Zelda-Dungeons wären halt schon ganz cool gewesen. Halt so, not gonna lie. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, hier unten? Irgendwo? Da drin? Ah, hier. Und das Einzige, worauf ich hoffe, ist, dass wir die Möglichkeit kriegen, Waffen zu schmieden und zu reparieren und sowas. Das wäre halt übelst cool. Hallo, ja, da bin ich. Natürlich kenne ich mich mit denaturierten Kristallen aus. Das ist mein Hauptforschungsgebiet. Was willst du darüber wissen? Ich will... Nee, das nicht. Das hier. Ah, wie schön, jemanden zu treffen, der sich für mein Forschungsgebiet interessiert. In diesem Teil Eoseas gibt es nicht viele gebildete Leute und noch weniger, die sich mit denaturierten Kristallen auskennen. Genauer gesagt bin ich außer dir bisher nur einem begegnet. Das war ein gewisser Marquess aus der St. Adama-Ladama-Kirche. Komischer Kauz. Zunächst war er nicht sehr gesprächig, bis ich ein paar Worte über technische Belange fallen ließ. Da taute er plötzlich auf. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du einen denaturierten Kristall nicht nur im Feld untersuchen, sondern sammeln, ja? Lass dir gesagt sein, dass dies nicht ganz einfach ist. Wie der Name schon impliziert, besitzt derlei denaturierte Kristalle starke Energien. Besitzen. Blab. Dafür brauchst du ein speziell präpariertes Gefäß, das jene verzehrende Kristalle, Kraft des Kristalls im Zaum hält. Als Experte meines Fachs bin ich natürlich bestens ausgerüstet und stelle dir gerne einen meiner verstärkten Tontöpfe zur Verfügung. Nein, nein, nicht der Rede wert. Bring den Tontopf zu meinem Meisterschüler in Hohebrück. Sobald er das Gefäß sieht, wird er wissen, was sein Anliegen ist. Und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, was das Sammeln des denaturierten Kristalls betrifft. Okay, let's go. Okay, ich bin hier voll mal gefangen, wie... Machen wir mal noch den hier. Ach shit, da komme ich nicht hin. Oh Mann. Ja, dann fuck it. Finden wir den Weg raus. Was ist denn Coils? Weißt du, was ich jetzt wieder so dubios lese, wo alle so schemen von wegen, das muss ich auch noch machen und das ist erst ab Level 9000 möglich. Ach, Bahamut, okay. Hab ich schon gehört, soll voll schwer sein. Okay, dann machen wir das bei Zeiten mal. Das klingt doch gut. Oh. Okay, das wird nichts. Nein, zum Donnerwetter, ich habe nicht vor, mich von der Brücke zu stürzen. Ich nehme hier wichtige Messungen vor, also stör mich bitte nicht. Oh, ein versteckter Tontopf, wie nur Professor Lambert herzustellen vermag. Du hinterhältiger Dieb, ich werde sofort die... Oh, er hat ihn dir geschenkt. Sag das doch gleich.
hat er dich zu mir geschickt, damit ich dir erkläre, wie man denaturierte Kristalle sammelt. Und das wiederum bedeutet, dass er dich für kompetent genug erachtet, dir dazu Auskünfte zu geben. Ach, endlich wird mir seine Wertschätzung, endlich Wertschätzung, Punkt. Ja, dann hippidi hopp, hoppidi hip hop hopp. Dann wollen wir mal. Okay, das klingt doch cool. So ein bisschen Final Fantasy 1.0 Story finde ich, glaube ich, ganz cool. Hat eigentlich irgendwer hier 1.0 gespielt? Ich beiß mich immer noch dafür, dass ich das nicht gespielt habe. Das ist so eine Experience, die wirst du nie wieder haben. Ist einfach historisch, wenn du das miterlebt hast. Damn, was geht hier ab, Alter? Ich muss anscheinend nach unten und es führt keinen Weg nach unten. Ich kann da nicht einfach runterhüpfen. Oh. Was für ein funny Labyrinth das hier doch einfach gerade ist. Ah, hier geht's nach unten. Sehr gut. Was? Okay, ich dachte, so man fliegt einfach so ein Schaf lang, Alter. Oh mein Gott. Vielen Dank. War der Joke nicht, dass es bei Final Fantasy 14 1.0 irgendwie so ein Ding gab, von wegen, dass das voll shitty lief, weil es da so einen Blumentopf gab, der irgendwie 15.000 Polygone hatte oder so? Oder war das Final Fantasy 11? Das war kein Joke, das war angeblich so. Ich habe das halt auch gehört. Ich habe irgendwo mal so ein Video dazu gesehen, glaube ich. Dass 1.0 halt echt so richtig wacke Probleme hatte und irgendwie Performance-Probleme.
halt dadurch entstanden, dass so Blumentöpfe so übelst krass viele Polygone hatten, obwohl sie das gar nicht brauchten. Und dass irgendwie super vielen Leuten das Spiel in der ersten Cutscene schon abgestürzt ist, weil da irgendwie so krass viel passierte, dass das die PCs damals nicht handeln konnten und sowas. Stimmt, das war so eine Doku-Reihe von irgendeinem Dude. Die habe ich einfach mal durchgeguckt, weil ich das voll interessant fand. Aber die war nicht fertig. Da fehlte irgendwie noch voll viel. Und ich muss mal reingucken, ob der mittlerweile weiter ist. Redet Square tatsächlich über 1.0? Das wäre auf jeden Fall cool. Da muss ich da mal reingucken. Du bist lebendig aus dem Feuerwald zurückgekehrt. Nicht schlecht. Hast du auch den Kristall gefunden? Yes! Oh, der ist absolut rein und von bester Qualität. Professor Lambertaine wird zufrieden sein. Vergiss nicht zu erwähnen, wie sehr ich dir bei der Suche geholfen habe. Yo, let's go! Ha. Verrückt. Kann aber sein, dass ich die No-Clip-Dokumentation tatsächlich sogar gesehen habe. Weiß ich nicht mehr. Lange Zeit her. Ich glaube, dann schaue ich mir das nachher mal an. Sind ja eh gleich fertig hier. Wenn mich meine Intuition nicht täuscht, hast du einen denaturierten Kristall gefunden, habe ich recht? Yes. Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Ja, faszinierend. Dieser Kristall ist gefüllt mit windelementarem Äther. Wo brauchst du den Kristall doch gleich? Wie bitte? Du willst eine Windbarriere durchbrechen? Na, das kannst du mit diesem Kristall getrost vergessen. Er würde die Stürme nur noch weiter aufpeitschen. Aber darüber hätten wir sprechen sollen. Hätte ich Hasako auch genauere Anweisungen gegeben. Aber die Wissenschaft ist eine Reihe von Versuchen, die nicht immer erfolgreich verlaufen. Uns aber dennoch stets wichtige Erkenntnisse bringen. In diesem Fall hast du zwar nicht den gewünschten Kristall gefunden, aber wertvolle Erfahrungen gesammelt. Du weißt nun, wie denaturierte Kristalle gesammelt werden. Was du einmal geschafft hast, wirst du auch ein zweites Mal schaffen. Und dieser Kristall könnte sich außerdem als sehr wertvoll für die Forschung erweisen. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich ihn gerne Baldesions Gelehrtem zukommen lassen. Du hast schon von Baldesions Gelehrten gehört, nehme ich an. Sie sind so großzügig, meine Forschung finanziell zu unterstützen. Sie sind also sozusagen meine Gönner. Und natürlich kann ich ihnen da nicht im Pferdesten das Wasser reichen. Alles in Ordnung mit dir? Du bist so bleich im Gesicht. Na, das legt sich schon, wenn du frische Luft bekommst. Viel Erfolg bei der Suche nach dem richtigen denaturierten Kristall. Du Bratze, Alter. Uff. Oh mein fucking Gott. Das ist nicht dein Ernst, so. Natürlich müssen wir jetzt nochmal quer durchs Land. Du musst mir den Link auf Telegram oder so schicken. Halt ab in die Modgruppe, dann sehe ich den eher. Ich werde jetzt nicht den Twitch-Chat irgendwie durchforsten, um den Link zu finden. Gut.
Gut, hier drin hätte er sein können, aber er ist nicht hier drin. Dann ist er wahrscheinlich da oben, oder? Okay, perfekt. Aha, Sianna. Hallo, suchst du Gesellschaft? Ah. Okay. Dann suchen wir mal die Bierjacken. Die Gelbjacken. Ach so, du hast den Clip von ihm gepostet. Ich dachte, du hast die Doku gepostet. Das Nightmare-Ding kenne ich von ihm ja auch. Das habe ich auch schon irgendwo gesehen. Hat er das nicht auf irgendeiner Final Fantasy 14 Fanfest-Geschichte gesagt? Hey Kung Fu Cam, was geht ab? So, wo ist Skifrin? Der ist da unten. Warum haben sie ja nicht gerade irgendwas von Geistern erwähnt? In meinen 1000 Dialogen, die ich geskippt habe, welche anscheinend wichtig waren. Hörst du das auch, ihr Lied? So wunderschön, lass mich nicht los, muss zu ihr, hier nimm. Sagt Mimi Doa, er hatte recht. Oh, lass mich hier raus, ja, ich muss zurück zu ihr, ha, lass mich raus, ah. Okay. Klingt tatsächlich ziemlich verrückt, ne? Oh Gott. Mm-hmm.
hast du diese Feder her? Von Skifrin? Der arme Kerl, für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Hätte er sich meine Warnung doch bloß zu Herzen genommen. Ich wurde von der Schmiedergilde zu den Phantominseln geschickt, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Da. Willst du da wirklich hin? Okay. Whack. Da bin ich ja mal gespannt, was mich auf den Phantominseln jetzt gleich erwarten wird. Das kann ja nur aufregend werden. Ich möchte einfach Sprint 2 kriegen, damit ich öfter sprinten kann. Überfahrtsgenehmigung. Sieht echt aus. Damit steht ja der Weg zu den Phantominseln frei. Sick. Ah. Schön. Ich werde dich begleiten, aber nur unter Bedingung, dass du mich von sämtlichen Geistern, Monstern und anderen Unholden beschützen wirst. Okay. Dein Mount ist Sprint 2. Ach. Aber mein Mount ist fucking langsam, so. Ich möchte doch einfach nur schneller sein. So, einmal zu den Phantominseln bitte. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Das ist so schrecklich. Ach, verdammt. Dem versuche ich es vorzumachen. Mir schlottern die Knie und ich falle gleich in Ohnmacht. So mache ich keinen Schritt weiter auf diese verfluchte Insel. Du kannst dich hier schön alleine umsehen. Neben dem verstärkten Tontopf für den Fall, dass du einen denaturierten Kristall findest. Viel Glück. Bitch. Oh. Okay, das ist nicht das, was wir suchen. Verzeihung. Der Zutritt nach Pharos Sirius ist streng reglementiert. Darf ich fragen, was dich hierher führt? Ein Tontopf? Was willst du damit? Ah, ich verstehe, du bist auf Suche nach den Kristallen. Okay, cool. Ich bin bereit, einen denaturierten Kristall für dich zu besorgen. Okay. Gut, dann schauen wir mal, dass wir rausfinden, was hier für mysteriöser Shit vor sich geht. Bla bla bla. Mehr bla und... extrem viel Bla. So, okay, cool. Dieser Gesang könnte jetzt wirklich... Ah, du bist es. Verzeih, ich habe mit mir selbst geredet. Aber gut, dass du gerade kommst. Weißt du, Mimidoa ist mit der letzten Fähre angekommen und wartet am Fährenanleger auf dich. Offensichtlich hat er es nicht länger ausgehalten, tatenlos im Bierhafen zu warten. Er hat ausdrücklich nach dem strammen Burschen gefragt, der ihm versprochen hat, den Spuk aufzuklären. Ah. Dann schauen wir mal, was hier gleich noch kommt. Hast du mich vermisst? Geht so. Ich vermute ganz stark, dass wir es auf dieser Insel mit einer dieser legendären Sirenen zu tun haben. Mir war schon immer klar, dass Rauschebart bei der Jagd niemals eine Sirene aller Sirenen erwischt haben kann. Wow. Solange wir ihrem Treiben kein Ende bereiten... Okay. Du und ich verknüpfen uns die Meeresbraut vor. Aber nicht ohne diese kleine Geheimwaffe hier. Ein paar Messing-Ohrstöpsel. Okay. Witzig.
Ich habe ein Lagerfeuer vorbereitet. Das wird die Aufmerksamkeit der Sirene erregen. Wenn sie sich dann neugierig nähert, schlagen wir zu. Nicht passendes Level für. Könnte nicht besser laufen. Das wäre ein seltsamer Traum. Huch, hörst du das auch? Das ist ihr Gesang. Da ist sie, über dem Wasser. Mach dich bereit. Schick. Sobald sie merkt, dass wir gegen ihren Gesang immun sind, wird sie ihre Untoten auf uns hetzen. Ich habe dich gewarnt. Den Rest überlasse ich dir. Ja, dann los geht's. Höre mein Lied, folge den Klängen, lass dich umarmen inmitten der Wellen. Sträubst du dich gegen meinen Liebreiz, so wählst du den Tod. Oh. Ich glaube, die ganzen Gar-Dinger zu casten ist ein bisschen Overkill. Tanz den Reigen der Toten zu mir, mein Liebster, zu mir. Entsage der Pein, empfange die Freude, komm zu mir, folge mir. Yo! Ich meine, was macht es für einen Unterschied, wenn ich weglaufe und den Cast unterbreche und trotzdem getroffen werde? Oder einfach weiter caste so. Das macht halt einfach so gar keinen Unterschied. Der Tod offenbart die Liebe. Oh, Dina, bring mir meinen Liebsten zu mir. Oh, Liebster, verlasse mich nicht. Lass mich dich umarmen. Ewiglich. Yeah, yeah, yeah. Also ich werde jetzt nicht hier stehen und sämtliche Attacken tanken, aber you know, bei so ein One-on-One-Dingern, das ist ja auch nicht so den großen Unterschied. Oh Liebster, es zerreißt mir das Herz! Muss ich irgendwas mit diesen Noten machen? Sind ein bisschen sus. Oh okay, sie explodieren, da sollte ich dann vielleicht aufpassen. Thank you.
Ja, ist ja auch so. Wenn der Gegner tot ist, bevor er Schaden machen kann, macht er auch keinen Schaden mehr. Oh Gott. So. Es ist vorbei, fühle den Schmerz. Das war's? Wir kämpfen nicht gegen die Siren? Nicht schlecht, du hast die Fackel geschlagen. Nur schade, dass die Sängerin entkommen konnte. Ich glaube aber kaum, dass sie sich nach der Niederlage so schnell wieder blicken lassen wird. Und falls doch, können wir bis dahin Vorkehrungen treffen, die ihr das nächtliche Singen austreiben werden. Also dann leb wohl. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Dann gebe ich dir einen aus. Wack. Da habe ich mir fast ein bisschen mehr versprochen. Also zumindest, dass sie dann sagt, hör auf, meine Dudes zu töten, jetzt bekommst du es mit mir zu tun. Und dann gibt es nochmal so einen richtig epischen Kampf. Das war also wirklich eine Sirene. Ach, wie konntest du ihrem Gesang widerstehen? Ah, verstehe. Mimidor hat also früher unter dem Kommando von Captain bla 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 bla. Okay, cool. So. Warte mal kurz. Da müssen wir zurück. Okay. Willkommen zurück. Sieht so wunderbar aus. Hier, cool. Ein denaturierter Kristall. Zeig mal her. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Allerdings nicht ganz das, was du gesucht hast. Der Kristall enthält eine große Menge Konzentration des Elements Feuer. Wie dir jeder, der sich mit Elementarlehre auskennt, bestätigen wird, kannst du damit nichts gegen Wind ausrichten. Daher fürchte ich, dass du nach einem anderen denaturierten Kristall suchen musst. Oh, aber ich dachte, Feuer ist geil. Aber ich gute, schlechte Nachricht. Hier kommt die gute. Kollege Hayden. Okay. Dass wir uns von einer wir müssen uns leider von Sienna verabschieden, die einfach ängstlich davon gerannt ist und einfach überhaupt keine Hilfe war. Bitch. Furchtbar, Alter. Furchtbar. Aber gut. Ich glaube, hier würde ich auch erstmal den Break machen. Soweit. Long enough. Wir nähern uns Mitternacht. Das heißt, Zeit, dass ich gehe. Die machen ja immer noch Party hier. Wenn das mal kein schönes, schönes Abschiedsbild ist. Ah, ich kann nicht in die Ego-Perspektive. Ich weiß, dass das irgendwie geht. Ich weiß, dass das irgendwie geht. Aber gut, dann danke ich fürs Zuschauen. Das war cool. Lass uns das doch morgen direkt nochmal machen. Oh, R3. Ah, perfekt. So. Mega nice. Mega nice. Freue mich drauf. Wird gut.